Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute gehe ich mal ein bisschen die Top 10 der Xbox One 2017 durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, daran sehe ich auch, dass ich mir für die Xbox One 2017 keine Titel von 2017 gekauft habe. Wenn ich mir nämlich diese Liste ansehe, Top 10 ist eigentlich ein gutes Spiel. Vielleicht könnte man sich das tatsächlich mal holen. The Evil Within, das fällt noch ganz gut an. Platz 9, Assassin's Creed Origins. Ja, und jetzt geht's hier los mit dieser Liste. Da sind hier 1, 2, ja gut, 3, 4 Sportspiele drin. Das sind so Spiele, die ich überhaupt gar nicht gerne spiele. Das geht hier schon los mit Project Cars auf 8, Pro Evolution Soccer auf 7, wobei 6 Wolfenstein The New Colossus vermutlich ein gutes Spiel ist. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Shooter-Fan. Ich bin mehr Action-Adventure-Rollenspiele, wobei Rollenspiele mehr modernere Rollenspiele, also so sperrige Sachen wie damals möchte ich nicht mehr spielen, wie, keine Ahnung, Anfang der 2000er. Und dann geht es hier schon weiter mit der Top 5. Und wohlgemerkt, das sind Top 5. Und ich habe in dieser Liste noch nicht einen einzigen Exklusivtitel gehabt für die Xbox One. Und daran sieht man, woran es scheitert. Die Xbox One kann einfach keine neuen Marken generieren. Da ist wirklich überhaupt nichts mehr erschienen. Das geht nämlich mit 5 und 4 mit NBA und FIFA weiter. Und ich weiß nicht, wenn in der Top 5, das können durchaus gute Spiele sein für Fans. Wenn die Top 5 mit NBA und FIFA weitergeht und dann kommt eigentlich ein, das habe ich eigentlich auch gar nicht gespielt, Pillars of Eternity, das ist ein Rollenspiel, das ist ganz an mir vorbeigegangen, so alte Schule ist ein Rollenspiel. Ich frage mich, ob mir das da nicht zu alt ist. Vor allem dieses Burgen aufbauen, aber das wird man ja sehen, das war ja in Fallout konnte man ja auch Städte aufbauen, das ist ja nicht so, obwohl ich könnte mir vorstellen, dass das hier schon wieder ein tragendes Element ist. Auf 2 Okami, das gibt es auch für die PlayStation 4. Und das einzige Exklusivspiel für die Xbox One ist Forza 7. Das ist ein Spiel Forza, das gibt es seit der Xbox 1 schon. Das ist so, als wenn für die PlayStation das einzige Spiel in der Top 10 von Sony selbst Gran Turismo Sport wäre. Ich finde, das ist wirklich eine ganz schwache Nummer. Man merkt wirklich, dass Microsoft es nicht schafft, neue Marken zu generieren. Mag sein, dass Quantum Break damals eine neue Marke war, aber irgendwie merkt man diesen Spielen einfach an, dass es nicht Sony ist. Bei Sony wird die Liste für mich ganz anders aussehen. Also ich finde, bei einer Top 10 sollten zumindest 2 oder 3 Exklusivtitel drin sein. Und hier ist es überhaupt nicht der Fall. Das ist für mich eigentlich der Grund, warum ich überhaupt nicht mehr gerne auf der Xbox One spiele. Das ist mittlerweile schon so weit, dass ich auch Multiplattform-Titel auf der PlayStation 4 favorisiere, obwohl ich Xbox One Goldmitglied bin. Ich glaube, wenn die ihre Gratistitel nicht hätten auf der Xbox, dann würde ich noch nicht mal Xbox Live Gold haben. Ich weiß noch nicht, wie lange das noch weitergeht. Ich werde wohl die PlayStation 5 nur noch die PS5 kaufen, nicht mehr irgendwelche Xboxen oder ja, Nintendo weiß ich gar nicht. Die werde ich mir wohl trotzdem holen. Aber wie ich letztens gelesen habe, übrigens 2021 würde erst die PS5 vorkommen, von so einem Analysten wieder. Sind die Analysten von heute eigentlich der Nostradamus von damals? Man weiß doch gar nicht, was passiert. Wenn Microsoft jetzt dieses Jahr es schafft oder nächstes Jahr wirklich gute Xbox One X-Titel rauszubringen, wirklich gute 4K-Titel, die auch die Grafik 4K richtig gut unterstützen, also nicht einfach nur 1080p-Grafik nehmen und die Kanten geglättet quasi auf 4K aufhübschen. Das heißt, man sieht die gleiche Objektvielfalt, aber nur eben höher auflösend. Wenn das also wirklich so ist, dass mehr Objekte zu sehen sein werden und dass dadurch diese Objektvielfalt wirklich das nur auf der 4K-Konsole möglich ist, dann wird Sony ganz schnell eine PS5 rausbringen. Ich weiß sowieso nicht, was ich von diesen Analysten zu erhalten habe. Das ist wie Nostradamus, der seine Weissagung macht. Das war auch nichts anderes. Ja, und sonst habe ich eigentlich auch nichts. Also für mich zeigt diese Liste ganz deutlich, warum ich keine Xbox One-Spiele gerne spiele. Oder warum die bei mir einfach vernachlässigt wurde. Es ist ja nichts mehr erschienen. Das Einzige, was ich wirklich machen konnte, ist das Checkbuch rauszücken. Und dann Studios aufkaufen. Wer weiß, ob das bei der Xbox One überhaupt möglich gewesen wäre, Guerilla Games, dass die Horizon Zero Dawn machen. Möglich, dass Microsoft da auch gesagt hätte, ihr müsst doch jetzt ein Killzone rausbringen, neues. Da könnt ihr doch nichts anderes machen.
Und für mich ist, wenn sich da nichts ändert, die Xbox One sowieso bald gestorben, also die Xbox. So, ich bedanke mich mal, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht seht ihr das genau umgekehrt. Aber ich muss ehrlich sagen, mir würde eher was fehlen, wenn ich dieses Jahr nicht Uncharted The Lost Legacy und Horizon Zero Dawn gespielt hätte. Ich bin sowieso nicht der Rennspiel-Fan und Sportspiele, die geben mir auch nicht so wirklich was. Also für mich persönlich ist die Xbox One dermaßen auf einem ganz, ganz absteigenden Ast. Ich bedanke mich mal fürs Anschauen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Das könnt ihr mit einem Daumen rauf oder runter kommentieren. Und ein Abo wäre schön. Und sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr davon? Vielleicht ist bei euch auch die Switch unentbehrlich oder die Xbox One ist unentbehrlich und ihr seht das genau umgekehrt. Schreibt mal, warum das so ist. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.